2005 begann Sabrina andersrum mit einigen Freunden die erste Balkan-Kan-Party in Wien. Seit dieser Zeit gilt die Party als Anziehungspunkt, vor allem von Lesben, Schwulen und Transgendern vom Balkan. Sabrina andersrum wohnt in Little Balkan, wie sie den 10. Wiener Gemeindebezirk nennt, und lebt als transidente Frau. Manchmal komme bei ihr mehr die Frau, manchmal mehr der Mann durch, betont Sabrina. Sie tritt lieber als Frau auf, beim Autofahren sei sie typischer Macho. Sie wurde 1970 als René und als Sohn einer slowakischen Mutter, eines serbischen Vaters, einer kroatischen Großmutter und eines serbischen Großvaters mit Roma-Hintergrund geboren und wuchs in Wien auf. Mit Balkankan wurde sie zur Galionsfigur lesbischer, schwuler und transidenter Migrantinnen. Mit deinem Balkankan, aber auch mit anderen Initiativen wie Home Oriental, Vienna Mix und MeGay wurden zum ersten Mal lesbische, schwule und transgender Migrantinnen sichtbar. Davor war die Bewegung von der österreichischen Mehrheitsgesellschaft geprägt und wurde auch für diese kommuniziert. Gibt es bei Migrantinnen, immerhin etwa ein Drittel der Wienerinnen und Wiener, andere Schwerpunkte? Vergleichbar ist es nicht, weil sehr viele Serben, sage ich jetzt zum Beispiel, oder Bosnier, sind erst rübergekommen nach dem Krieg und so und haben das verheimlicht. Also sie haben ja kein Coming Out, kein richtiges. Also es kommen noch immer, ich meine, mittlerweile haben wir und also Balkankern und Homo-Oriental dazu beigetragen, dass die Leute sich mehr trauen und dass sich herausgehen und sich auch outen, ja. Aber ganz am Anfang zum Beispiel, also sind Leute gekommen, die sich nicht fotografieren lassen wollten oder die mit Sonnenbrillen dahergekommen sind und gesagt haben, okay, aufpassen und meine Mutter weiß es nicht oder meine Mutter weiß es, aber irgendeine Bekannte ist jetzt da und die sieht mich jetzt da mit einem Burschen und so und die können das meiner Mutter erzählen. Also insofern ist es schon ganz, ganz anders. Also vor allem die jüngere Generation, die jetzt nachgekommen ist, also die hat schon ziemlich manchmal ein Handicap damit, also dass sie sich outen. Leider Gottes noch immer. Und ich rede jetzt halt von den Serben, weil mein Vater halt eben Serbe ist und serbische Männer sind sind Patriarchen. Und die wollen natürlich, dass der Sohn eben verheiratet ist und Nachwuchs und eben die Familie hält und Stammhalter sozusagen. Und das ist dann schon sehr, sehr schwierig, also sich dazu zu bekennen. Und ja, auch wenn man jetzt zum Balkan kommt, muss es nicht heißen, dass der jetzt dazu steht, zu dem, was er ist. Aber mittlerweile, wie gesagt, durch Homo-Orient und Balkan haben sich viele doch mehr getraut. Ich glaube auch durch mich ein bisschen, also dass man sieht, dass nicht so heiß gegessen wird, wie gekocht wird und dass die Gesellschaft oft nicht so intolerant und aggressiv ist und. Es hängt immer davon ab, also wie man den Leuten selber entgegenkommt. Also man muss also natürlich auch einiges einstecken, also und vielleicht ein bisschen dickes Fell haben und eine Elefantenhaut und ja. Aber ich glaube, das ist es wert. Verschwinden Migrantinnen aus deinem Blickfeld wieder, weil sie sich dem Druck zu heiraten und eine Familie zu gründen unterwerfen? Ja, sie müssen einfach. Also bei den Ex-Jugoslawen, Serben, Bosnien nicht so sehr, aber ich glaube bei den türkischen Männern ist das schon sehr, der Druck von der Familie ist sehr groß, riesig. Also dass die dann wirklich das unterdrücken müssen, die Sexualität, und dann wirklich letztendlich heiraten, sich zwingen, die Frau ins Unglück stürzen letztendlich. Und das endet dann meistens doch immer mit einer Scheidung oder einer Trennung, also wo er dann wegrennt oder wo sie dann einfach unbefriedigt ist, weil sie gar keinen Sex hat. Also ich kenne einen Bekannten, der ist halt in dem Fall Albaner und der hat das versucht durchzuziehen und hat eine 10- oder 12-jährige Tochter und das war halt immer Krieg. Also die Frau war unglücklich, das Kind war unglücklich, er war unglücklich und letztendlich hat es halt damit geendet, dass er sie halt scheiden hat lassen, aber er hat jetzt halt Angst vor der Familie, vor Mutter, vom Vater, vom Bruder, er wird bedroht, er wird terrorisiert, hat die Wohnung gewechselt, er denkt sogar, dass er von Österreich wegzieht, also, und das im Jahr 2009. Wenn man mit Lesben und Schwulen am Balkan selbst spricht, kennt jede und jeder Sabrina andersrum und Balkankan. Wie wichtig ist die Stadt Wien für die Region Südosteuropa als Drehscheibe? Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja das erste Land, das naheliegendste, das Fenster zum Westen quasi. Also der Kommunismus noch stark vorhanden war und so weiter, war das der einzige. Du bist in 2 Stunden, was weiß ich jetzt, in 4 Stunden von Laibach bist du in Wien und natürlich, auf jeden Fall.
also das Fenster zum Hof quasi, also du, man hat es zum, am Anfang über das Fernsehen, über Satellit, über was er sich eben verfolgt, eben der Goldene Westen und, ah, und so und dieses und jenes und das auf jeden Fall und es hilft halt auch. Und vor allem, es kommen auch sehr, mittlerweile sehr viele Besucher, wir haben letztes Mal beim ESC, Special einmal Leute aus Zagreb da gehabt, eine ganze Gruppe, ne? So, ja, Sabrina, wir sind extra aus Zagreb hergekommen und so, um dich anzufeuern. Und es ist super und so, und ich war total begeistert. Also, dann habe ich halt nur eine Stunde Song Contest Sachen aufgelegt. Auch nach dem Mario dann, also, extra wegen Ihnen. Also, Wien als Drehscheibe ist sehr, sehr wichtig. Volite se, ljubite se, ich nehme das, svađate. Liebt euch, feiert miteinander, streitet nicht. Weil Liebe macht alles möglich und Liebe ist das Wichtigste im Leben und Leben und Leben lassen. Ostavite svakoga da živi kako god hoće, ako vas ne ujeda, ako vam ne smeta, dopustite jednostavno i ne dirajte druge. Volite se jednostavno. Eto, i to je sve. Hvala lepo. Laku noć, Sabrina Andersrum.